Während 20 Jahren hat man den Matthias Lehmann nur mit Drogen gekannt. Lange Zeit war er sogar obdachlos und mehrfach knapp am Tod vorbei. Heute ist er 45 und drogenfrei. Wir haben Matthias auf Zürich begleitet, an Ort, wo er viel erlebt hat. Der Platzspitz in Zürich war 6 Jahre lang bis 1992 eine offene Drogenszene. Heute ist der Park sauber und zeigt keine Spuren mehr davon. Matthias Lehmann ist noch nicht einmal 20 Jahre alt, als er Teil der damaligen Szene wird. Ich habe manchmal schon noch die Bilder von früher im Kopf, weil da ist es hätte fast gesagt Leben gewesen, aber da war auch viel Tod gewesen. Viele Leute, ein Gewimmel, ein Drogengeläuf, eine Dealerei, eine Knallerei. Ja, die Bilder habe ich schon immer noch im Kopf. Bald nach der Schließung des Platzspitz treffen sich viele Drogenabhängige auf dem Areal des stillgelegten Bahnhof Letten. Fast 3 Jahre lang ist Matthias obdachlos. Der Letten ist sein Zuhause. Hier war das Zentrum des Letten. Ein Dreck, ein Abfall, Spritzen, Papier. Es war alles rumgelegen, PET-Flaschen. Es hat auch gestunken wie die Sau von Urin und Kot und Kotzetem. Und hier oben beim Wägli hat sich auch alles abgespielt. Täglich gibt es Razzien. Die Polizei durchsucht Matthias und alle anderen, jagt sie immer wieder weg. Ja, sie haben einfach alles abgeriegelt, jeden Ausgang gesperrt, alles zusammengetrieben. Manchmal haben sie uns auf die Brücke. Wir haben so uns angetrieben, haben wir alle müssen die Zecke klären, manchmal viel Blut abziehen. Angefangen habe ich mit den Drogen, weil ich die Scheidung von meinen Eltern nicht verkraftet habe, mit 12. Und da bin ich von einem Tag auf den anderen vom Kind müssen zum Erwachsenen sein, oder? Weil meine 2 jüngeren Brüder habe ich immer schauen drauf. Und für mich war es einfach eine Flucht aus der Realität. Angefangen mit Alkohol und Kiffen, später dann die harten Drogen. Ja, das war für mich einfach der Weg, um hier zu flüchten. Meine Mutter hat mich verwünscht, als ich im Kinderzimmer gerade mit dem grossen Pfadimesser an meinem Herz gehockt bin. Und das natürlich verschrocken und hat mich dann mitgenommen zu einer christlichen Familie. Die hat mir dort dann von Jesus erzählt. Und ich habe mich dort auch dann bekehrt, aber es hat noch keine Wurzeln gehabt. Also einfach Verletzungen von der Scheidung und auch noch Krieg zwischen den Eltern. Es war mir einfach too much. Und darum bin ich gleich in Drogen gerutscht. Um seinen Drogenkonsum zu finanzieren, fängt Matthias an zu dealen und stehlen. Bei einigen Raubüberfällen wird er geschnappt und muss immer wieder mal ins Gefängnis. Matthias zeigt, wo er oft geschlafen hat. Hier war eine Kiesgrube. Und hier im Ecke habe ich gepennt manchmal. Einfach immer mit einem Auge offen, weil du nie gewusst, wenn die Polizei kommt oder andere Junkies, die noch das Letzte wegnehmen wollen. Ja, hast nie richtig schlafen können. Also immer halb wach. Eine weitere Station. In seiner Lettenzeit absolviert Matthias trotz allem eine Lehre im Detailhandel. Kaum jemand hat ihm das damals zugetraut. Also das letzte halbe Jahr bin ich nicht mehr in der Schule, weil eben der Letter schon war. Und mit Unterstützung, also nur mit der Unterstützung von einer christlichen Familie, die mich dann aufgenommen hat, habe ich überhaupt eine Prüfung. Also die haben gekämpft für mich, dass ich dort daheim lernen konnte und dass ich überhaupt eine Prüfung mit Begleitung und bin dann auch durchgekommen. Auch die Anstellung nach der abgeschlossenen Lehre hilft ihm nicht, den Teufelskreis zu durchbrechen. Nach der Lehre habe ich 3 Monate noch im Lager gearbeitet und das habe ich nachher geschmissen. Weil ich bin einfach dann Vollzeit auf der Gasse. Mich hat es früher nur mit Drogen gegeben, weil ohne Drogen ist es nicht gegangen. Und das war das Einzige, wo ich die Welt erträgt habe. Weil nüchtern war für mich nicht zum Aushalten. Und einfach, ich habe mich selber gefühlt wie der Hinterletzte, der Abschaum von der Welt. Viele Jahre und etwa 20 Entzugsversuche geht es so weiter mit Matthias. Öfter mal ist er auch als Patient hier im Fachspital so eine Ecke. So auch 2007. Matthias hat gesundheitliche Probleme.
Er leidet an Hepatitis B und C, an einer Lungenentzündung und die Ärzte haben empfohlen, sein Bein zu amputieren. Ich bin auch jahrelang an die Krücke gegangen, sicher 8 Jahre, weil mein Bein ist total kaputt war. Wasser im Bein, ich hatte ein Loch bis zum Knochen, es war schwarz vom Knie runter. Und Wanderabszess, Thrombose, alles ist recht dabei. Und darum hatte ich lange Krücken. Manchmal am Schluss auch schon im Rollstuhl. Das Fachspital Solle-Ecke gehört zum Sozialwerk Pfarrer Sieber. Es ist eine Klinik, die suchtkranke Patienten versorgt. Der Solle-Ecke steht auf der Spitalliste des Kantons Zürich. Wenn einer gestorben ist, dann hat man ein Fötterli hingestellt, im Gedenken an den. Und ich war die 07 da, bin mir so verschissen gegangen, so schlecht gegangen, körperlich und psychisch. Ich hatte schon ein Fötterli von mir bereit, um hier herzustellen. Ich habe gemerkt, das geht nicht mehr lang. Matthias geht es so schlecht, dass er zusammenbricht. Einmal mehr schrammt er knapp am Tod vorbei. Seine Mutter und eine befreundete Pfarrerin besuchen ihn in so einer Ecke. Gemeinsam beten sie. Und das habe ich wirklich ernst gemeint. Ich bin dann gleich noch mal etwas geholt auf der Gasse und dann uns hier eingeschmuggelt. Und wollte uns auflösen auf dem Löffel. Und dachte, nein, sondern ich wirklich will mit Jesus wirklich aufhören. Und nicht immer, sobald es schwierig wird, rückfällig werden. Und dann bin ich mit dem Stoff ins Büro. Und der dort gearbeitet hat, ist mit mir auf die Scheisse und hat mir gesagt, ich müsse selber die Scheisse wieder runterlassen. Und seitdem hatte ich keinen Knall mehr. 11 Jahre sind es nun her seit diesem Gebet. Vieles hat sich verändert. Matthias erinnert sich aber noch gut an die Zeit danach. Vom Sonne-Ecker kam er direkt in ein betreutes Wohnen für Drogenabhängige. Damals nimmt er noch Methadon und Medikamente. Alkohol und Drogen konsumiert er nicht mehr. Ich hatte aber auch dort meine Kämpfe. Also, zweimal, weiss ich, hatte ich voll ins Reissen. Da hast du schon Hühnerhaut und bist in Gedanken schon am Knallen. Und einfach die Bibel aufgeschlagen, gerade den richtigen Vers, Philipper 2,13. Er schenkt zu wählen und zu vollbringen. Und in dem Moment war das Reissen weg. Und einfach mega dankbar, dass ich nicht aufgegossen musste. Und das stärkt den Glauben. Da habe ich gemerkt, hey, Gott ist wirklich da und er hilft dir auch. Bald heilt auch sein Bein und der Arzt bestätigt, dass die Leber wieder völlig gesund ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich heute hier stehe, wo ich jetzt stehe. Weil menschlich gesehen bin ich ein hoffnungsloser Fall. Aber bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Als ich plötzlich die erste Wohnung hatte, also vom Bruder als Untermieter, bin ich zuerst gar nicht schlagen damit. Also ich hatte keine Ahnung, wie die instand hält, also wie die richtig putzt ist und so. Und ich habe plötzlich angefangen, Sachen zu sammeln. Schon fast messimässig, wirklich jeden Plastiksack behalten. Und ja, das war schon noch schwierig. Zuerst jahrelang nichts, dann plötzlich eigene Wohnung oder eben das Zimmer. Mit dem können ich schlagen. So. Konsequenzen von meiner jahrelangen Drogenzeit und Draussenleben, das ist halt schon, dass ich keine Zähne mehr habe. Also ich habe ein Gebiss. Und die unteren, da ist jetzt gar nichts drin, also nur der Stift. Und ja, Arthrose habe ich in allen Gelenken. Also ich kann nichts lupfen, ich kann nicht körperlich schwer arbeiten oder vieles kann ich nicht machen. Mit seiner Drogenvergangenheit bleibt Matthias bis heute konfrontiert. Die einen haben schon auch Vorurteile, wenn sie hören, oh, ein Ex-Junkie. Aber andere finden es cool, hey, wow, du hast es geschafft. Und sie hören, hey, du gehst wieder auf Gas. Viele finden das super. Und ja, viele denken schon, das ist nicht mein Ding, aber das ist mir eigentlich gleich. Ich meine, heute bin ich ein Anständiger und gehöre auf Gas. Aufgrund seiner körperlichen Verfassung ist Matthias hundertprozentig arbeitsunfähig. Wenn er kann, engagiert er sich in einer christlichen Gassenarbeit.
Und seit 3 Jahren bin ich wieder hier auf der Gosse, um einfach anderen Mut und Hoffnung zu machen, dass es eben einen Ausweg gibt. Weil viele kennen mich noch von früher, wenn ich früher war. Und sieht mich eben heute, wenn ich heute dran bin. Dann können wir eben schon fragen, hey, wie hast du das gemacht? Für viele darf ich auch beten hier auf der Gosse. Ich tue nicht nur Suppe verteilen und Brot, sondern eben auch viele Gespräche und Gebet und Begleitung. Früher hat es mich nur mit Drogen gegeben. Also nüchtern hast du mich nie gesehen. Und heute gibt es mich einfach nur noch mit Jesus. Dafür nüchtern. So richtig.